Komm, Kacke. Oder nehme ich noch mit. So, los geht's. Hier, hier! Blume her! Ich komme, kleiner Fuchs! Der sich immer freut. Na los! Da ist ein Leuchtturm auch. Okay, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Oh, obwohl, der ist aber ganz schön gut bewacht, der Leuchtturm. Hi! Sehr gut. Ja, jetzt. Ja, da war ich doch schon. Den Leuchtturm habe ich auch schon gemacht. So, das ist alt. Was sind das für komische Blumen? Eine, die man einsammeln kann. Sammeln noch schnell die Blumen hier ein. Schon, ne? Ja, hier war ich schon. Warum renne ich da schon wieder hin? Okay. Dann hole ich noch ein Fragezeichen, was ich vorher gesehen habe. Nämlich das hier. Das will ich auch noch schnell holen. Weil einfach Fragezeichen. Und hier unten habe ich eigentlich fast alles abgefarmt gehabt und das eine Fragezeichen ist jetzt hier aufgetaucht. Deswegen hole ich das jetzt. Bevor wir zur nächsten Quest gehen. Ein unentdeckter Ort. Komm, Kacke! Ein treues Pferd, los geht's! Was ist diese Insel? Kann das sein? Scheint diese Insel zu sein, oder? Ja. Na, schwimmen wir mal rüber. Sieht ziemlich friedlich aus. Vielleicht gibt es da einfach nur eine heiße Quelle. Aber zum Entspannen, da ist es nicht schlecht. Nein, das ist ein Ort der Ruhe. Um neue Gedichte zu verfassen. Zuflucht sinnieren. Spiegelbild der Welt. Wasser, Geist, ruhig. Ein goldener Tempel. Sinniere einfach mal. Tief im Schatten der Natur. Das hört sich poetisch an. Unbeugsam wie je erheben wir uns. Unbeugsam wie je. Ein goldener Tempel.
tief im Schatten der Natur. Unbeugsam wie je. Sehr gut, das Stirnband der Zuflucht. Mal gucken, wie es aussieht. Nur mal so angucken. Oh, das Gold. Oh, das passt sogar ein bisschen, würde ich sagen. Aber ich habe ja das. Aber ich könnte jetzt... Ich mache mal jetzt das. Weil wir haben auch so goldene Blätter auf unserem Ding, auf unserem Kimono oder Ding, unserer Rüstung. Da passt das goldene Stirnband schon. Sehr schön. Okay. Dann sind wir hier fertig. Wir könnten jetzt noch hier runter rennen, laufen, schwimmen. Schwimmen wahrscheinlich. Vielleicht gibt es da hinten noch was, aber ich glaube nicht. Aber wer weiß. So. Da drüben war ich noch nicht. Nee, ich sehe da nämlich nicht. Ein Ding, ein Tempel, kann das sein? Nee, es sieht nur so aus. Aber hier ist doch ein Dorf. Ein alter Handelsposten. Von den Mongolen eingenommen. Ich wusste, hier gibt's noch was. Jetzt geh ich doch mal dahin. Ne, es sieht aus wie eine Lampe. Das ist eine Lampe. Hört sich nicht gut an. Keine Chance. Das sieht schon besser aus. Okay. Am besten ich gehe hoch aufs Dach. Aufs Dach! Okay. Es hört sich an, als würden sie diesen armen Kerl verprügeln. Lass mich gehen. Verprügeln mehrere. Nicht viele. Keine Bogenschützen. Kein Problem sein. Ich hab nichts. Lass die Lady in Ruhe. Ich fürchte euch nicht. Wo bringt ihr mich hin über euch alles? Ich fürchte euch nicht, ich gebe euch alles. Was denn jetzt? Das sind tatsächlich nur die drei. Hier ist sonst niemand. Ich kann euch nicht helfen. Gucken, ob ich das schaffe. Ich glaube, ich schaff's nicht, aber ich versuch's trotzdem. Hi! Zack! Hey! Tschüss! Mach du genauso! Das war's! Dieses besetzte Stück Land ist wieder unter Japaner Hand. So.
wir mal, was gibt's hier so? Eine Kiste. Na? Sehr gut. Stahl. Eisen. Brauchen wir alles. Und den armen Kerl haben sie aufgehängt und ausbluten lassen. Barbaren. Wo sind die jetzt alle hin? Alle weg? Glück. Noch mal hier drinnen gucken. Hier gibt's vielleicht noch irgendwas. Reis auf jeden Fall. Windglocken habe ich genug. Ah, hier gibt's wohl nichts mehr. Gab's nicht viel. Naja. Hauptsache. Freigeschalten. Okay. Ja, dann gibt's jetzt hier nichts mehr. Oh. Oh, guck mal da. Zwei Fragezeichen. Ja, auf geht's. Die holen wir auch noch. Jetzt sind plötzlich... Ach, jetzt ist plötzlich weg. Ah, wenn man so einen Außenposten einnimmt, dann wird es doch freigeschaufelt. Okay, ich glaube, das sind jetzt auch die zwei letzten. Ja, ich glaube schon. Das sind die zwei letzten. Und dann habe ich hier unten endlich mal alles freigeschalten. Da holen wir uns noch die zwei Fragezeichen und dann machen wir eine weitere Quest. Wow. Okay, unentdeckte Orte. Zwei Stück auch noch. Und von hier aus ins Wasser. Geronimo! Woo! Das war nice. Okay, so ist es aus. Müssen wir da hoch. In der Gegend war ich zwar schon, aber ich habe die zwei Sachen übersehen. Warum? Man weiß es nicht. Vielleicht weil es hier oben ist? Oder hier unten? Gar nicht da. Ist auf jeden Fall hoch in den Bergen. Ab. Ne, doch. Ich hab keine Ahnung, ob ich jetzt hoch oder runter muss. Egal. Ah, ein Fuchs. Na komm, kleiner Fuchs. Ich komme. Ab. Na komm. Sehr schön. Hi. Sehr gut. Was ist hier? Hier geht's runter. Oder was? Geht's hier runter? Nö.
Das war trotzdem nicht das, was ich gesucht habe. Okay. Oh! Wo zum Teufel geht's da hin? Geht's doch nur ins Wasser, oder nicht? Ja, gibt's tatsächlich nur ins Wasser. Also, am Strand besser gesagt. Okay. Wieder ab nach oben. Okay. Und weiter nach oben. Jawohl. Irgendwo hier. Auf dem... Ich wusste es, auf dem Berg. Aber wie komme ich da hin? Ach, das ist ein Lager von Überlebenden. Die haben sich auf dem Berg da versteckt, oder was? Naja, gut. Hallo! Guten Abend, Fürst Zakai. Guten Abend. Ihr bringt die Mongolen zu Fall. So sieht's aus. So sieht's aus, Freunde. Die Mongolen fürchten den. Ja. Ne? Ach guck, jetzt sind hier auch welche aufgetaucht. Ihr könnt mich doch mal. Noch mehr Orte. Ich denke, ich hab alles und dann kommen noch mehr. Wieso plötzlich? Hä? Ich hab doch gar nichts freigeschalten. Ja, also gut, dann machen wir noch die zwei. Und dann machen wir diese Quest mit dem Mönch. Let's go. Muss runter. Na? Hopp. So. Auch nicht. KG! Wo bist du denn? Und los geht's. Hast du wieder einen Fuchs? Schon wieder. Ja. Na ja, los. Renn, kleiner Fuchs. Gott. Vogel und Fuchs in einem. Was ist da los? Hi. Sehr gut.
Okay, und jetzt den Fuchs. Ah, guck mal, was da ist. Mist, Mongolen und ein Schrein. Säule der Ehre. Ich habe keinen Fall. Voll daneben. Das arme Pferd brennt. Was? Der lebt noch. Okay. Alles klar, Kumpel. Du lebst noch. So. Gib mir deine Vorräte. Gleich, nachdem wir die erledigt haben. Entschuldigung. Scheiß Vogel hat mich verraten. Du Sveni! Hey, ich hätte den auch umschmeißen müssen. Was? Ei. So sieht's aus. Okay. Hätte ich sie auch herausfordern können. Immer dasselbe. Blöder Drecksvogel. Wo ist der? Ach, egal. Oh. Fujins Geheimnis. Lass mal sehen. Oh, sieht auch nice aus. Nehme ich mal. So, das waren jetzt beide. Dann auf geht's in die Stadt und mit dem Mönch reden. Okay. Jetzt holen wir erstmal noch unsere Geschenke, gehen noch den Bogen verbessern. Ich könnte euren Bogen verbessern. Ja, momentan ist euer Bogen so gut, wie mein Handwerk es vermag. Ja, okay, dann, obwohl es kostet Vorräte. Ich brauche aber Vorräte auch fürs Schwert, besser nicht. Deswegen spare ich besser. Wo sind die Geschenke? Wo sind die Geschenke? Wo sind denn die? Gibt's überhaupt Geschenke? Ja. Es ist falsch, Gewalt mit Gewalt zu vergelten, Novio. Es ist richtig, mehr Leiden zu verhindern. Wenn ihr diese Banditen tötet, brechen sich andere. Ah. Sind hier am Diskutieren. Ja, ich komm gleich, Leute, ich komm gleich. Ich suche nur, wie gesagt, das Geschenke-Ding. Wo ist das? Ich will mein Geschenk abholen. Das ist der.
Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Ja, nee. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Das kostet auch nur Rohstoffe. Ey, wo zum Teufel ist denn das Geschenk? Bin ich jetzt dumm? Ja. Ist das hier? Ja, da ist es doch. Ja. Ja. Alles klar, was haben wir gekriegt? Oh, nur Ding. Vorräte. Okay, ich habe gedacht, wir kriegen irgendwas Cooleres. Aber egal. Gut, dann reden wir mal mit den beiden. Fürst Sakai. Ja. Was ist los? Mongolen sammeln sich in der Nähe. Bereit zum Angriff. Wir sollten zur Burg Kaneda fliehen. Flieht und die Mongolen werden euch jagen. Keiner von euch wird die Mauern Kanedas erreichen. Aber unsere Hände bleiben sauber. Erzählt dem Dorf, was ihr fürs plant, Hotchi. Das will ich sehen. Norio. Der achtgliedrige Pfad sollte euch wichtiger sein als die Meinung anderer. Erst lauft ihr Enjo nach, jetzt Fürst Sakai? Könnt ihr nicht selbstständig denken? Nehmt meines Bruders Namen nicht in den Mund. Genug. Norio und ich übernehmen das Kämpfen. Der Rest kann sich verstecken. Ich verstecke mich nicht. Ich töte nicht. Aber ich bin kein Feigling. Und was willst du dann machen? Geister im Nebel. Ich sehe mich im Dorf um. Mal sehen, was wir schnell zur Verteidigung aufbauen können. Schaut alle um euch. Macht euch bereit zum Verstecken. Okay. Eines dieser Dächer sollte gehen. Hergehört. Ihr müsst euch alle hier versammeln. Bringt eure Familie. Schnell! Spenden. Hier. Perfekt. Keine Mauern. Die Mongolen können von überall her angreifen. Vergewissert euch, dass alle hier sind. Das ist blöd. Fliehen wir in den Sumpf, verirren sich die Leute. Werden getrennt. Leichte Beute. Kommt alle her. Nicht weglaufen. Ein Tempel. Dort können sie sich verstecken. Kein Grund zur Panik. Kommt einfach her. Räuchergefäße. Ein bisschen Schwarzpulver in den Weihrauch. So wird der Rauch schön dicht. Und reicht als Deckung. Norio und Hotchi bringen alle zum Tempel. Ich kümmere mich hier um die Mongolen. Dann geben sie mir die Schuld, nicht den Dörflern. Ja. Mein Herr, wir haben alle versammelt. Sehr gut. Bringt sie zum Tempel. Ich lasse euch nicht allein kämpfen. Wenn die Mongolen zum Tempel kommen, wer beschützt diese Leute? Ich tue, was ihr sagt. Haltet die Naginata bereit. Ich schulde euch einen Krug Sake für Hotchis Gesellschaft. Hergehört! Mongolen kommen hierher. Folgt mir zum Tempel. Auf die Mongolen wartet der Zorn eines Samurai. Bitte, herhören! Tut, was Norio sagt! Wir suchen Unterschlupf im Tempel! Okay. Schwarzpulver. Schnell! Alle Mann zum Tempel! Bewegung! Was? Weihrauch entzünden. Nehmt eure Familien mit euch! So, wenn die Mongolen eintreffen. Okay. Alle zum Tempel! Bewegung! Okay. Da muss ich alle 6 anzünden. Ja, komm schon. Was? Jetzt mach doch das rein. Also. Gut. Noch 1.
Ich brauche eine Stelle am Dorfrand zum Warten. Okay. Was will denn der dumme Vogel die ganze Zeit? Jetzt keine Zeit. Ich versteck mich im Kornspeicher. Sie sind hier. Ich muss die Räuchergefäße entzünden. Hoffentlich mögen die Mongolen Rauch. Okay. Attacke. Okay. Jetzt ist es schon ein bisschen rauchig. Nach Norio und Hoshi sehen. Okay. Das waren alle, echt? Eigentlich wollte ich das anders machen, aber gut. Hat geklappt. Läuft halt doch nicht immer alles nach Plan. Aber was weg ist, ist weg. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas zu holen? Ja, da drüben glänzt noch was. Pfeile. Wo ist denn dieser Tempel jetzt wieder? Ja. Da ist der Tempel. Was? Wo kommen die denn her? Norio, es geht nicht mehr lange. Norio ist gefallen. Ach, scheiße. Aua. Fluss Sakai, ich brauche euer Schwert. Ja. Ich kann nicht mehr. Ja, die sind alle hier. Was soll ich denn machen? Ich bin hier. Los. Lauf. Ja.
Okay, das war's. Oh nein. Ist sein Freund gestorben? Nee, doch nicht. Oder? Doch, doch. Er ist gestorben. Was ist passiert, Dorio? Ich habe gekämpft. Ein Mongole schlich sich von hinten an. Hochi warf sich zwischen mich und seine Waffe. Ihr beide seid tapferer als viele Samurai, die ich kenne. Ihr müsst das nicht tun! Bitte! Ich wusste nicht, dass er hinter mir war, bis ich den Schrei hörte. Ehe ich mich umgedreht hatte, war er tot. Ihr tragt keine Schuld. Norio. Immer wenn sie den Deckel der Grube hoben, wurden wir geblendet. Diesmal stank einer von ihnen nach Sake. Ich fühlte Hände, die mich hochzogen, aber mein Bruder stürzte sich auf sie. Er war hungrig, verwundet, aber er kämpfte. Er kämpfte so sehr. Norio, ihr müsst das nicht. Doch, ich muss. Sie ließen ab von mir und nahmen Enjo. Sie holten meinen Bruder. Alle Männer, die nach Süden ritten vom Zedern-Tempel. Alle tot. Außer mir. Sie verdienen zu leben, aber ich verdiene den Tod. Ich dachte genau dasselbe nach Komoda. Viele Male. Ich weiß nicht, warum wir überlebten, Norio. Aber wir leben. Und diese Menschen zählen auf uns. Mehr haben sie nicht. Die Menschen von Akashima sind am Leben dank euch. Vergesst das nicht. Denn sie tun es auch nicht. Geister im Nebel. Abgeschlossen. Ja, Mann. Talisman der unserer Unbeugsamkeit. Und ein Stirnband. Lass mal sehen, welches. Nein. Wir sind hier fertig.